Der kritische Weg im Netzplan ist der Weg ohne Pufferzeit. Das ist die kürzeste Definition, die es gibt. Der kritische Weg ist der Weg ohne Pufferzeit. Der Weg, der sich aus den Stationen bildet, bei denen früheste und späteste Anfangszeit gleich sind, könnte man auch sagen. Oder man könnte sagen, der Weg, der sich aus den Stationen bildet, die nicht länger dauern dürfen, als wir geplant haben. Denn wenn sie länger dauerten, als wir geplant haben, verzögert sich das Gesamtprojekt. Deswegen heißen diese Vorgänge kritisch. Sie liegen auf dem kritischen Weg. Sie dürfen nicht länger dauern als geplant. Sie haben keine Pufferzeit. Die früheste und die späteste Anfangszeit ist gleich. Der erste Vorgang, der letzte Vorgang sind immer kritisch. Das ist wie beim Staffellauf. Wenn der erste Staffelläufer sich auf die Schnauze legt, das heißt, er braucht länger als geplant, denn das war nicht eingeplant, dann können die anderen in dem Moment schon mal sagen, dass sie später anfangen können als geplant. Und wenn der letzte Staffelläufer, der den Stab ins Ziel tragen muss, sich auf die Schnauze legt, dauert das Ganze auch länger als geplant. Leuchtet das ein? Das heißt, der erste Vorgang, der letzte Vorgang sind immer kritisch. Visuell betrachtet, wenn wir die Kästchen, Fats, Fets, Satz, Sets vertikal betrachten, das heißt von oben nach unten, ist die Zahl in der Spalte Fats und, also früheste Anfangszeit und Satz, späteste Anfangszeit, sind die Zahlen gleich. Vertikal betrachtet, von oben nach unten. Genauso in der Spalte daneben, Fats, früheste Endzeit und späteste Endzeit, die Zahlen sind gleich. Und das ist gleichzeitig der visuelle Hinweis auf den kritischen Weg. Wir kennzeichnen den kritischen Weg in der Regel durch ein Kreuzchen. Das heißt, wenn diese Zahlen spaltenweise betrachtet übereinstimmen, haben wir einen Vorgang auf dem kritischen Weg. Ein Vorgang ohne Pufferzeit. Zwischen frühestem Anfangszeitpunkt und spätestem Anfangszeitpunkt besteht keine Differenz. Ist null, keine Pufferzeit, also ist der Vorgang kritisch. Das ist die Engpassbetrachtung im Netz. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.